Wir sind im Grunde auch am Ende dieser 231. Demo. Ich möchte Ihnen noch kurz bekannt geben, wie die heutige Demo-Route verläuft. Wir laufen zunächst die übliche Route bis zur Holzstraße und biegen dort direkt in die Lautenschlager Straße ein. Dann bis runter zum Bahnhof. Am Bahnhof nutzen wir als Demozug den Fußgängerüberweg. Erstmals nutzt eine Demo diesen Fußgängerüberweg. Und dann vor dem Bahnhof entlang bis zum Südausgang. Am Südausgang können Sie sich schon mal anschauen, wo Sie nächste Woche Dienstag früh oder Vormittag sich aufhalten mögen. Vergleichen Sie es auch mit dem hellgrünen Zettel, wo wir überall angemeldet haben, unter anderem auch auf dieser Autobrücke, über die Sie nachher laufen werden, die Autobrücke, ehemalige Straße am Schlossgarten. Dort, wie gesagt, und rings um die Baugrube, morgen in einer Woche, vormittags, große Bannerparade, morgen in einer Woche, abends 18 Uhr, Kundgebung vor dem Bahnhof. Und heute in einer Woche, schon wieder aus aktuellem Anlass, Hans-Jörg Jeckel hier auf der Montagsdemo als Redner. Hans-Jörg Jeckel, den Sie jetzt auch zweimal im Nordbahnhofviertel gehört haben, er fragt angesichts dieser Öffnung der Baugruppe Nummer 16 am Tag drauf, die DB und die Stadt Stuttgart, wo ist eure vorgeschriebene Baulogistikstraße im Schlossgarten? Denn dort fehlt sie genauso, dort ist es genauso widersinnig, mit diesem Projekt jetzt zu beginnen. Soweit für heute, soweit für hier. Schönen Heimweg, spätestens bis nächste Woche bei der Nummer 232.